So. Mit Kater um Schoß geht's weiter. Schön warm, ne? Ja, ich habe ja, ich liege ja im Winter, sitze hier im Winter immer mit Decke, weil es halt kühl ist in der Wohnung. Und dann er noch da drauf, rollt sich ein, ist schon schick. Könnte schlimmer sein. Kuschelig. Na. No. Okay, so, jetzt sind wir hier. Ja, man muss auch die kleinen Dinge zu schätzen wissen, ne? Ja, auf jeden Fall. Alles super. Verfaulter Fisch, nee. Okay. Speicher gespeichert habe ich doch, glaube ich, egal. Hummerkäfig. Guck mal, was wir hier haben. Ich guck mal eben bei Schattenherz, ob wirklich diese ganzen Zauber dazugekommen sind. Heiligtum. Du. Verstehe das nicht. Irgendwas muss ich da einstellen können, dass ich gewisse Zauber kann oder so. Hä? Soll ich irgendwie. Ja, du kannst doch Zauber auswählen. Wie geht das? Also bei mir ist das irgendwie bei Zauberbuch. Ah, Verwende da. deinen Zauber und Magie. Ah ja, da, okay. Man kann nur ein paar gewisse Zauber ausrüsten, ja? Weil ich es verstanden habe, ja. Okay. Alter, was habe ich denn hier für Zauber? Sag nicht, du hättest denn doch schon die ganze Zeit Präsenz erkennen können, sonst, ne? Nein, das jetzt nicht, aber ich habe locker zum. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Zauber, die ich benutzen kann. Plus 6, 7 Zauber, die ich eh benutzen kann. Plus Klassenerhalt und Zaubertricks habe ich jetzt hier aber 1, 2, 11, 33 Zauber noch, die ich auswählen kann. Die du noch nie gesehen hast, wahrscheinlich vorher, ne? Zum Teil Ungefähr. doch, aber ich habe mich gefragt, wo die immer alle hingehen. Weißt du, was ich meine? Alter, okay. Heiligtum. Schutz von Gut und Böse. Jo, welcome back, Hosenteufel. Jo, WB. Schützendes Band. Schutz vor Gift. Stille. Spirituelle Waffe. Beistand. Kann ich auch, guck mal. Schwache Genesung. Ja, also viel hast du es nicht verpasst, Emotionen aber besänftigen, Blindheit. der Marcel hat jetzt gerade festgestellt, dass er ein paar mehr Sachen möglich hat, als er eigentlich schon vorher Ja, wusste. Gebet der Heilung heilt alle Verbündeten, die du sehen kannst. Okay, das glaube ich gut. Schutzgeist, Toten sprechen, Leuchtfeuer der Hoffnung, Tageslicht, Tote beleben. Schutz zur Energie, Glyphe des Schutzes, wiederbeleben kann ich sogar auch. Fluch brechen. Massenheilendes Wort. Heile bis zu 6 Verbündete. Totstellen. Uiuiui. Okay. Dann werde ich mal gucken. Wasserverschaffen brauche ich nicht. Schild des Glaubens bewahre ich. Behalte ich mal. Segnen. Segne die Kreatur. Sie erhält einen Bonus auf Angriffswürfe. Die behalte ich mal. Bannen. Befehlen. Meine Fresse, ey. Heiligtum. Du oder Verbündete können nicht zum Ziel gegnerischer Angriff werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden. Tue ich auch mal weg. So, dann tue ich auf jeden Fall das Gebet der Heilung rein. Massenheilendes Wort rein. Ich meine, sie ist ja gerade als Supporter gedacht. Ich habe die ganze. Ich guess, das ist scheißegal. Oh. Hättest du die ganze Zeit was Besseres konfigurieren können, ne? Ich habe die ganze Zeit mit Stufe 1 Zauber gespielt. Großartig. Dafür war sie ganz gut, muss man sagen, ehrlicherweise. Dann mache ich mir auch keine Gedanken jetzt, dass ich mal ab und zu meine Waffe verkauft habe. Oh Und du bist ja Stufe Mann. 7? Ja. Ich meine, es gibt nur Stufe 1, 2, 3 und 4 Zauber, ehrlicherweise, ja. Und trotzdem machen die durch die besseren Zauberslots, die ich immer wieder kriege, kann ich aussuchen, welches Level ich für jeden Zauber benutze. Und die machen dann auch immer angepasst viel Schaden. Aber trotzdem habe ich einfach aktuellere Zauber dadurch nie reingetan. Ja. Und dann macht sie uns in dem Spiegelduell so fertig, ne? Ja. Gebet der Heilung habe ich. Heilung. Massenheilendes Wort habe ich. Das andere kann ich raus und Wunden heilen. Weil das kann ich immer nur machen. Obwohl, das behalte ich auch. Besser heilendes Wort. Dann das. Schild des Hosenteufel, Glaubens. du hast doch das Spiel ja schon relativ weit gespielt. Ich habe mal eine Frage. Was macht eigentlich jetzt eine Fackel genau?
Kann man damit irgendwie was besser erkennen oder ist es einfach nur Optik? Eins Stufe. Bonusaktion sogar. Nice. Okay. Ruhig mal weg. Was heißt denn, wenn ich Geister, wenn ich meine Zauber vorbereiten muss? Ich habe keine Ahnung. Ah! Vielleicht hätten wir doch mal irgendwie ein bisschen. Nein, ist okay, ist okay. Das, okay. Die stehen da, die Zauber sind ist nicht vorbereitet, weil ich ihn nicht in meiner Leiste habe. Sobald ich die oben in meine Zauber reintue, die ich benutzen will, ist das weg. Dann kann ich sie einfach benutzen. Okay. Bist du Dreckkirchen erhalten? Ein Malus von. Nö, dort nicht. Dann nehme ich noch Wiederbeleben. Kann man ja mal brauchen, falls wir wirklich mal keine Rolle der Wiederbelebung mehr haben. Todesschutz. Spirituelle Waffe. Beschwöre eine schwebende, geisterhafte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Okay. Die Wunden verursachen behalte ich. Die macht nämlich viel Schaden, wenn ich mal nah dran bin. Das leuchtende Geschoss auch. Dann haben wir das Feuer. Schütze Verbündete gegen Angriffe, Aberrationen, zulässige Untoten. Das tue ich dann auch weg. Und ich dann immer noch da rein. Habe ich viele Stufe 1. Rotstellen. Vor Gift. Das Band. Okay. Auch nicht, aber die Fackeln macht Licht in der Dunkelheit. Mhm. Okay. Ach so. Okay, man hat ja manchmal diesen Malus, dass es zu dunkel ist und sowas. Ne? Das könnte natürlich dabei helfen, dann theoretisch gesehen, aber. Okay. Alles klar. So. Krank. Okay, jetzt. Boah. Jetzt hat die halt einfach Optionen, ne, die Frau. Die waren mir vorher nicht so Ist doch schön. Ja, mega. Die hat jetzt allein 4 verschiedene Heilzauber. Und auch wirklich mal, wo ich die ganze Gruppe heilen kann mit einem Ding. Das ist schön. Ja, das ist halt. Ich hab gesehen, dass. Nee, ich hab. Ich habe mich ja einfach gewundert, wirklich die ganze Zeit, weil ich die Zauber ja gesehen habe, dass sie die bekommen hat. Aber ich habe mir nie verstanden, warum ich die nicht in die Leiste gekriegt habe. Ich habe... Okay. Nice, auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt will ich heilen. Oh, hier ist eine schäbige Tür. Machen wir mal auf. Hallo. Jemand zu Hause? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Warum? Das ist eine Truhe, aber... Willst du mal rängeln, ob bei dir die Wahrnehmung nicht fehlschlägt? Hat die Wahrnehmung nicht geschafft. Auch alle nicht geschafft, okay. Na egal, dann hinter. Oh, Gegner. Kampf. Oha. Du bist wach. Was sind das, Fische? Scheint so. Okay, wo bin ich denn? Ich bin hier. Zack. Jetzt habe ich wieder mal die Fackel an. Zack. Und tot. Der erste. Muschelschalen. Auliger Tumor. Na gut. Verfluchter Kutoa-Häuptling. 92 Schaden. Schattenherz. Oha, warte mal. Ah ne, ach, die dürfen ja jetzt erstmal alle machen. Mal gucken, ob ich mit Schattenherz diesen Feuer-AE hinkriege, den ich mit ihr habe.
bauen die denn da drauf? Das für Fischköppe. Und das Hamburger? Egal. So. Also ich werde gleich versuchen, auf jeden Fall mit Schattenherz da ein AE rein, ein Feuer AE reinzuhauen. Mhm. So. Geh aber jetzt erstmal zu dem hier. Zack. Und wie viel Leben hat er? 2. Ach nee. Ja, 2 Leben hier. Geht das mit Lasel eventuell? Wer hat 2 Leben? Der neben Salfari. Ja, das kriegen wir noch hin. Lasi will man dafür jetzt nicht verschwenden, aber bei Lasel geht's ja eigentlich. Ja, ich habe den zweiten Angriff. Okay. Ah, jetzt ist unsichtbar natürlich, wie das auch. Geh mal ein bisschen weg, falls der Feuer alles wieder anfängt. Weil dann kann ich gehe dahin, wo die 1, 2, 3, 4, 5 vor dem Haus stehen. Vielleicht treffe ich davon ein paar. Ja, dann kümmere ich mich mal um die andere Seite hier. Ich hoffe, dass die Trefferchance recht hoch ist, sonst bringt das ja alles leider nicht so viel. Kritischer Fehlschlag, ey. Das ist. Ein Witz? Ja. Jawohl. Gut. 90 HP. Trotzdem 90 HP für Gegner ist schon gut. Aber hier ist noch ein Häuptling dabei. Da der Häuptling, der hat 92 Leben. Da stelle ich mal schön dahin. Genau. Mach nix. Guck doof aus der Wäsche. Umso mehr Leute treffe ich jetzt gleich. Wenn ich treffe, ich will jetzt ja nicht. Ne? Dann jetzt mal hier hin. So, bitte. Und jetzt geht's ab. Bitte. Ne, den Feuerball hat sie ja auch schon so vorher gehabt. Ich hoffe, dass ich treffe. 84% hat sie hier. 91%, also eigentlich sollte das gehen. Mal gucken. Ja, ist doch okay. Ja. Am Haus habe ich 60 Schaden gemacht. Wow, ich habe noch eine Bonusaktion mit der spirituellen Waffe. Okay. Das ganze Heilen, was ich hier kann. What the fuck jetzt? Okay. Was macht die denn? 5 bis 12 Schaden. Zweihand-Axt? Großschwert? Hillebarde? Das darf ich mir aussuchen? 5 bis 12. Okay. Aber ich bin eigentlich zu... glaube ich. 9 Schaden. Vielleicht mache ich das einmal. Fünf bis zwölf. Gucken wir mal. Nicht genügend Platz, okay, es geht nicht. Nicht genügend Platz. Okay. Oh oh. Ach, die gehen gar nicht zu Schattenherz, die sind ja schön doof. Ich bin gefesselt. Ach, nee. Ah, nice. Ja, gar nichts hier. Na gut, ich habe auch eine verdammt hohe Rüstung. Fesselt, Einzug kann sich nicht bewegen. Ja, hervorragend. Dann schießen wir mal wohl er auf.
Bin da. 6. Schön. Und 6. Wie viel Leben? Immun gegen Brennen. Na super, hätte ich mir vorher lesen sollen vielleicht, ne? Der hat noch 5 Leben hier unten, der an der Tür. Ja, echt? Okay, sehr gut. Nein, nicht genügend. Doch, krieg ich hin. Sehr gut. So, jetzt machen wir noch einen richtig geilen, heftigen Angriff. Schauen wir mal, was er da tut. Okay, der war doch nicht so geil. Aber er liegt. Und noch. Ja, sehr schön. Sehr gut. Genau, jetzt steht der Häuptling so, dass Salfari dem da auch gleich richtig eine reinwirken kann. Sehr gut. Er hat sich gut hingestellt. Ach, er läuft doch nochmal einen Schritt. Okay, was haben wir jetzt hier? Kämpfen die ganze Zeit in der Dunkelheit, ne? Das geht mir echt auf den Sack. Ja, wäre echt schön, wenn wir mal wieder ein bisschen Tageslicht hätten. Moment. Aber ich muss ehrlich sagen, ne, bei dir ist es ja richtig hell im Stream. Warum ist es bei dir so hell? Wow, schon wieder AE. Boah, alle, what the fuck? Alle weggeflogen. Nice. Das war richtig gut. Der Angriff war richtig gut. Die zwei E-Angriffe haben richtig gut gedamaged. Sag mal, kann es vielleicht sein, also ey, ohne Witz. Ich mache jetzt mal ein Foto und schick dir das mal. Ich sehe doch, was wie es bei mir im Stream aussieht. Ja, aber du siehst nicht, wie es bei mir aussieht. Das ist richtig. Aber mein Handy jetzt auch gerade nicht da. Ne, macht nichts, aber ist für später. Hm. Ja, die sind fast tot. Gut. Das erklärt nämlich auch, warum ich die ganze Zeit mit einer Fackel rumlaufen muss und du wahrscheinlich nicht. Weil du auch was siehst vom Spiel. Das kann natürlich sein. Monitor anmachen? Ja, ne? Naja, es spielt das ja auf dem Steam Deck. Oh. Okay, das mal alles was auf tot. Ja. Safari. Okay. Einmal. Ja, aber jetzt bin ich wieder dran, ne? Und da wird jetzt erstmal der Häuptling getötet. Was? Wovon? Was ist passiert? Oh nee. Was hast du gemacht? Hm.
Ja, da war der Blitzboden. Ich dachte, der wäre nur außerhalb von der Hütte. Ich habe das nicht gesehen, weil die Hütte im Weg war, so richtig. Ja gut, kann ich ja nicht so gut darauf helfen. Habe meinen einen getötet. Da kam eine Frage im Chat an dich. Ist das Steam Deck gut zu spielen, also vom Handling her? Sehr gut sogar, sehr gut. Also ich persönlich würde sogar fast eher sagen, besser wie mit Maus, weil sich das halt direkt steuert, ne? So mit nicht so indirekt, sondern halt wie als wenn du den Charakter steuern würdest. Das macht echt Spaß. Der Häuptling hat noch zwei Leben, okay. Nee, ich auch nicht. Konnte ich dazu auch gar nichts sagen. Ist auch das erste Spiel, was wir im Koop zusammen durchspielen, was nicht Overplayzy ist, deswegen ist das da jetzt auch so nochmal neu. Okay, aber Diablo 4 kann man doch auch, glaube ich, auch mit der Maus spielen, wo man dann hinklickt und einmal auch so direkt steuern, ne? Wenn man das wie so ein Third-Person-Spiel spielt. Denke ich zumindest. Auf jeden Fall, Hosenteufel, muss ich sagen, das Steam Deck hat sich richtig gelohnt. Gerade für mich so als Gelegenheitsspieler. Also du würdest gleich, wenn du dran bist, Safari aufheben. Ich komme da jetzt nicht hin. Na gut, jetzt komme ich auch nicht mehr so richtig hin. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, das provoziert dann natürlich drei Gelegenheitsangriffe, ne? Nee, mach das nicht. Das schaffe ich auch nicht. Dann hau lieber da den Häuptling um. Der hat noch zwei Leben. Ja. Und hinter dir, der hat auch nur noch fünf Leben. Jo. Der hinter mir? Wo ist denn der hinter mir? 13, 17, wir hatten noch fünf Leben. Hinter Lasil, der. Ach so, ich bin ja gerade mit Lasil losgegangen. Also. Okay. Sehr gut. So. Zum Aufhelfen braucht man da den Primären, ne? Ja. Ich werde gleich mit Schattenherz dann vielleicht mal das Wiederbeleben benutzen. Ach, hier, Dings ist dran, weil der Häuptling gestorben ist. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt so schnell. Okay. Wiederbeleben. Stufe 3 Zauber ist das sogar. Okay. Ja, jetzt kann ich aber wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich wiederbeleben kann. Ich weiß nicht, wo ich dafür hin muss. Komm da nicht in das Haus rein. So.
Ja, die, okay, ist ja nicht wiederbeleben, nur dann, wenn sie tot ist? Nee, hier, da war's. Ah, da ist sie. Und dann... Hoffen wir mal, dass sie das jetzt überlebt und nicht wieder stirbt direkt. So, noch ein bisschen Tee. Genau das richtige Spiel zum Tee trinken. Ja, das ist so spannend, aber trotzdem auch entspannend, ne? Okay. Ich werde jetzt mit Zalfari springen. Nur in welche Richtung, bin ich mir noch nicht sicher. Irgendwo da, wo die Blitze nicht sind. Bleib ich jetzt stehen und beim nächsten Mal laufe ich dann zu denen und greife an. Ein Schatten. Ich muss sagen, also Laser als Bogenschützen ist auch erst mega gut geworden. ...81% vom... Bumm. Sehr schön. Gute Reichweite, der Angriff. Ja, E-Angriffe aber waren gut von Dings. Da war ich sehr mal zufrieden, muss ich sagen. Einer ist noch... auf dem Dach. So, der ist direkt tot. 25 Damage. Da komme ich nicht hin. Okay. Okay, macht natürlich wenig Schaden. Da oben auf dem Dach ist einer. Okay, wir gehen mal da hin. Vielleicht kann ich ihn von da beschießen. Wie viel Prozent? Mein Gott, jetzt steht der da so dumm rum. Tee und Rollenspiel in gemütlicher Runde. Wahrscheinlich aber so richtige Rollenspiele, ne? So richtige Pen-and-Paper-Dinger. Ja, aber so ist auch schon schön. Ja, Tee ist aber schon magisch. Gibt einem immer so ein entspanntes noch dabei. So, so mal da. Wer ist denn jetzt noch da? Der da? Nicht mehr. Und jetzt... Ah, da kann ich die Attacke wieder benutzen, glaube ich. 88%. Stop. Sehr schön. Ja, jetzt keine. Gut. Oh, sehr gut. Das ist ja das Beste, was uns passieren konnte hier. Der Kampf. So, da gebe ich dir ein bisschen Gold. Okay, ich würde mal ganz kurz auch mal heißes Wasser anmachen, dann kann ich auch noch einen Tee trinken. Ja, okay. Ja. Ich mach nur heißes Wasser an, dann bin ich wieder da. Ja.
teile schon mal die Items ein bisschen bei Michael, so. Mal ein bisschen bei uns, hier ist ein Ring. Machen wir jetzt für uns. Ein Seestern, den kriegt der Michael, ist auch so ein Seestern. So, und dann... Da ist ein Häuptling. Der hat Geld und Seesterne. Perle. Oh, soll er auch haben. Was ist das für eine Waffe? Das Blitzgeschnatter. Schockstachel. Beim Treffer ist dein Ziel möglicherweise geschockt. Werfen Blitzschaden. Na, das ist jetzt nichts Wildes. Das würden wir nicht benutzen. Nehmen wir aber natürlich mit. So. Da. Haben wir schon. Verfluchter. Hast du nicht gesehen? Hier ist eine Truhe. Mit einem Goldbarren. Nehmen wir das einfach mal so mit. So, und jetzt dort draußen noch. War ein unerwarteter Kampf, dass er auf einmal solche Fischaugen oder was weiß ich, Fischköpfe einen angreifen. Aber ist okay, kriegen wir hin. Mhm. So, die nehme ich dann wieder alle. Catch you later, Alice. Mhm. Aber das kann ich nicht wiedergeben. Schön, die Fische hat, die Typen hatten so ein paar Fische dabei, die wieder Lagervorräte geben, die, dass wir da wieder ein bisschen nach haben, ist ja nicht schlecht. Mhm. Ich speichere das mal. War einfach auch die schiere Masse wieder, auch wenn die zwei AE-Angriffe von Schattenherz da wirklich gut waren. Aber ja, die gegen so Mengen an Gegnern wird es halt dann immer manchmal ein bisschen knapp. Aber nicht, weil es eigentlich schwierig wäre. Fische. Ah, guck mal da, da geht's hoch. Aber tatsächlich doch noch weiter. Da hoch. Hier ist wieder so ein zerklüfteter Fels. Was ist denn dahin? Wow, das ist ja fast ein Dark Souls Shortcut. Meine Güte, was ist denn da los? Da ist das Mausoleum. Okay. Das heißt, da haben wir ganz gut erkundet. Da unten könnten wir jetzt noch erkunden. Unter südlich vom Haus der Heilung. Da könnten wir noch erkunden. Und dann sind wir fast bei der Quest. Endlich tatsächlich. Okay, aber lass uns mal kurz eine kurze Rast machen, würde ich sagen. Geht nicht, wir haben keine mehr. Achso. Sind tatsächlich schon wieder lange Rasten. Warte, ja. Ja, ich glaube schon, dass wir das müssen. Ja, können wir ja machen. Oder, wat, wie viel heile ich mit der Gruppenheilung? Kannst du mal probieren, dann können wir noch rasten. 5 bis 8. 6 bis 20. Okay. Dann Schattenherz, geh mal ein bisschen, komm mal ein bisschen näher zur Gruppe. Dann. Stufe 3 heilt die schon 7 bis 28. Stufe 4 8 bis 36. Stufe 4 habe ich nur einmal. Ich würde dann 3 nehmen. 7 bis 28, warte, ich habe noch eine andere Heilung. Bis zu 6 Verbündete, da macht die 5 bis 8. Ja, okay, das ist nicht ansatzweise. Mach du mal, ich mache gerade einen Tee. Wow, ja, gut. Hat bei allen gut geheilt, außer bei Safari. Ich bin ja schon wieder. Still alive. So, that's progress. Ja. Machst du nichts, aber wir können auf jeden Fall so erstmal weiterspielen. Wir müssen nicht direkt schon wieder 40 Lagervorräte rausballern. Oh. Nee, ist der Taste alt. So. Okay. Another step forward. Okay.
Fast. Ja, auch nur fast. Ja, bei allen hat es recht gut geheilt, aber bei Solfari nicht. Nicht schlimm. Aber wir können so auf jeden Fall erstmal weiterlaufen. Das ist das Haus der Heilung. Ja, das macht Sinn. Wäre schlimm, wenn ich da durch die ganze Welt gucken könnte auf einmal. So, Haus der Heilung. Heilhaus sind wir wieder. Hier ist ein morscher Sarg. Da ist nichts drin. Enttäuschend. Wir sind immer noch in Akt 2 übrigens, ne? Und ja, kann sein. So, hier geht's runter. Mann, diese Schatten. Dann können wir hier weiter erkunden. Das Zollhaus gehen wir nicht mehr. Da faxen Dicke. Da haben wir gekämpft letztes Mal. Wir gehen mal nach Westen. Ja. Oh. Da sind wir jetzt, wo es gleich, wo wir nach Süden weitergehen sollten. Irgendwo hier ist eine Treppe, richtig. Sichelmondbrennerei. Guck mal. Wieder was Neues entdeckt. Ja. Was haben wir denn hier? Gewebemoos und gelbe Moschus-Kriecherblütenblätter. Dank der überlegenen Heilung kann man damit herstellen. Sehr gut. Und hier drin? Holzfass. Hier noch weiter runter. Sind wir aber wieder draußen. Und ne, da geht es auch gleich wieder rein. Oh, da läuft was rum. Ich, das kleinen Speicher. Speicher. Ja, lass mal gucken, ob rum. Leuchter Schausteller. Gehen wir mal rein, was da passiert. Ich spreche mal mit dem. One day I'll get there. One day. Wo wollt ihr hin? Was macht ihr da auf der Bühne? Isn't it obvious? I'm a... I stand on a stage. Pretending. Eine Schauspielerin? Was? I was performing. And then the lights went out. I'm waiting for the curtain call. Ah ja. Oh, Schatten. Was macht Schattenherz denn da? Schattenherz hat irgendwas getötet. Oh. Wer ist denn das? Wieso bald Thorm? Der ist auch mit diesem Catherick verwandt. Eieiei. Was bei den neuen. Was schenkt ihr da aus? Was seid ihr? Son of Thorm! Hm. Son of Sword Coast! Go on! Kills! Bottoms up! Go next! Puh. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man das trinkt. Ja, probieren, ne? Ja, weiß ich nicht. Holz. Bei dem Spiel kann ich mir auch vorstellen, dass du was trinkst und stirbst.
Tja. Ich werde das nicht trinken. Oder einfach direkt töten. Ja. Entscheiden Sie jetzt. Tja. Naja, wir könnten ihn ja zumindest angreifen. Er heißt mit Nachnamen den wir eh noch ausschalten müssen. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn der auch tot ist. Und dieser eine Chirurg da beim letzten Mal hatte auch Thorn mal mit Nachnamen. Okay. Ist nicht tot, wenn er stirbt. Genau. Aber gucken wir mal, wie viel Leben der überhaupt hat. Vielleicht war das jetzt auch eine dumme Idee. Gucken wir mal. 288. Ja, aber das kriegen wir hin. Okay, dann gehen wir vielleicht erstmal, genau. 288. Ich mache jetzt mal den. Gerade neben dem. Ah, der hat noch 5 Leben, gut. Ja, ich weiß auch nicht, okay, wie Schattenherz das getriggert hat. Dann werde ich mal kurz angreifen, dann bin ich halt wieder unsichtbar und kann wieder einen Megaschlag machen. Mhm. Sehr schön. Wo sind denn die anderen Gegner? Ich sehe nur noch den Haupttypen. Sind die irgendwie oben? Oh, hier oben ist dann gleich noch eine Holztruhe. Nicht schlecht. Ah, da sind die Gegner. Okay. Hier oben ist einer. Und hinter dem Tisobald ist auch was. Das ist okay. Ich bleib dann. Kann ich mich noch bewegen? Kann ich. So. Hinter dem Dicken steht noch einer. Wie viel Schaden mache ich denn? 60% Trefferchance, okay. Ich werde jetzt erstmal noch, glaube ich. Stufe 3. 45%, nee, dann machen wir einfach 2 bis 16, sollte erstmal reichen. Da verbrate ich wenigstens keinen Zauberslot. 8 Schaden. Was war das denn? Okay. Ist es alles heller geworden? Ja, ich irgendwie auch, seit ich den angegriffen habe. Was 8 Heilung, Stufe 3 Zauber. Nee, da warte ich mit. Ja, ich denke schon. Okay. No. Oh. Oh. Nicht hauen. Was ist denn daraus? Was? Also dafür, dass wir jetzt keine Fähigkeiten mehr haben? Wahrscheinlich müssten wir vorher die Rast machen. Ja, ich habe keine Überlegenheit für von mir und so oder das. Immun gegen Hiebschaden. Okay. Mhm. Ja, ich sollte mal vorher mal irgendwie mal angucken, was die überhaupt. Okay, der ist immun gegen Hiebstich und Wuchtschaden. Also gegen alle Nahkampfangriffe eigentlich. Hm. Was macht denn so ein Pfeil? Der macht auch Stichschaden, ne? Okay.
Okay, ich werde mich wahrscheinlich jetzt einfach mal selbst heilen. Das macht, glaube ich, Sinn. 7. Ja, ich mache halt überhaupt keinen Schaden, ne? Was machst du denn hier mit dem Ding? Könnte ich 6 bis 60 Schaden machen. Das ist total doof. 6 bis 60, weißt du? Von absolut geil bis größte Enttäuschung. Oh, das? 60% Trefferchance. Oh mein Gott. Und dafür soll ich einen Zauberslot nehmen. 5 bis 3 ist das nur 42%. 20%. Ah, probieren wir das doch mal. Gucken wir mal. So, und dann haben wir noch eine Gruppenheilung. Das ist nicht viel. Durch das mit einer normalen Heilung hinzukriegen aktuell und heile damit. Wenn wir jetzt ins... What the fuck? Okay. Moment mal laden. Oh, der macht... Ja, ja, sieht nach Neuladen aus. Okay. Wo sind wir jetzt hier wieder reingeraten? Ganze erkunden. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal eine lange Rast, ne? Ja, würde ich sagen. Sonst habe ich auch keine Kräfte mehr. Und ich glaube, wir müssten ihn fokussieren. Ja, aber ich mache ja überhaupt keinen Schaden. Er ist eben ja, ein Stück Schieb und... ja. So, wo ist der Hund? Das Trinkenfall weigern vielleicht, ne? Ja. Scratches tail wags enthusiastically. Eine gute Idee. Okay, die Konversation mit dem Hund, die ist sehr wichtig. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Weggehen. Okay. Wir haben. Warte mal, konnte man das noch gucken? Da. Alchemie. Ah, okay, warte mal, was haben wir denn? Feuchte Balsamasche. Balsamasche kann ich herstellen. Okay. Dann. Okay. Das heißt. Könnte einen mächtigen Heiltrank herstellen. Machen wir das. Ja, wir müssen halt auch mal wieder an die Oberfläche. Irgendwie, wo man vernünftig Tränke sammeln kann. Hier unter der Erde gibt es ja nicht wirklich viel. Kräfte, Zauberkraft. Und mal wieder einen vernünftigen Händler finden. Okay, sollen wir mal schlafen gehen? Yes. Weil dann habe ich auch noch die ganzen Oberteile da in der Rüstungs-, in der Box drin. 18, 21, 24, 9.
Ach, ich bin so froh, dass ich anscheinend keinen umbringen will. Hm. Aber ja, das passiert bestimmt, nachdem wir mit der Hauptstory wieder ein bisschen weiter sind, glaube ich. Na gut, kann sein. Ja. Okay. Oh, warte. Der Hund hat ein Ausrufezeichen. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Sehr nett. Was denn? Weiß ich noch nicht. He gives in and surrenders his Salami. Sehr schön. Ja, nochmal streichen. Hat er gut gemacht. Er hat die Salami nicht selber gegessen. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Sehr schön. Okay. Gegenstand erhalten Salami. So, Lager verlassen. Ich weiß auch nicht, wie Schattenherz da in diesen Dialog gekommen ist, weil wir haben ja uns eigentlich nur mit dem anderen unterhalten. Auf einmal war da irgendwas getriggert mit dem Typen. Ja, die machen anscheinend schon wieder mal den Scheiß. Ja, ist auch gut so. Aber mit dem haben wir geredet. Ja, ja, ich weiß. Ja. Mhm. Okay, so. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir auch außen rum. Guck mal. Sehr schön. Da oben ist noch eine Holztruhe. Vielleicht gibt es ja wie bei Dark Souls einen Sprungangriff. Mhm. Da hinten. Kräuter eingesammelt. Na gut, bis jetzt konnten wir dem Kampf auch jetzt komplett auch den Dialog schon umgehen. Das ist ein Weinregal, da gucken wir mal. Weil auch Wein gibt ja Lagervorräte manchmal. Da ist nur eine Flasche drin, wow. Schade. Da, Lagervorräte 4, schön nehmen. Weidentruhe. Trank des Fliegens. Stürmer. Trank des Federfalls nehme ich dann. Hier ist eine Tür. Gleich eine Doppeltür. Jetzt raus. In welche Richtung sind wir denn dann? So er also. Ja. The Waning Moon Distillery. Können wir eigentlich auch rausgehen, ne? So. Hier los. Oh, was haben wir denn hier? Rot. Hm? Ja, alles gut. Okay, hier sind noch Fässer. Mit verfaulten Lebensmittel. Das ist so, da sammle ich ja nicht mehr ein. Ne? Also das so gehört schon einiges. Okay. Haben wir dann alles weiter erkundet? Dann können wir jetzt da diesen Weg nach Süden gehen und sind vielleicht doch bald bei der Quest. Mal wieder. Das ist ja kaum zu glauben. Ah ne, es ist unter der Brücke.
Oh. Oh, Schaufel. Erdhaufen. Wenn es wieder klappt, ne? Ja, es geht. Guck mal. Hat sich doch mal gelohnt. So, und jetzt. Ja. Okay. Okay, hier geht es tatsächlich auch nochmal. Da südlich könnten wir auch nochmal was erkunden und dann geht es halt zur Quest. Das ist doch gut. Schwere Eichentür, das ist das Zollhaus. Ja, genau. Das tun wir uns sicherlich nicht mehr an. Furchtbar der Kampf. So. Hier unten geht es eine Treppe hoch. Da geht es aber. Was ist denn da? Zelot Christ. Türme des Mondaufgangs. Guck mal da. Okay, okay. Wir haben auch eine aktualisierte Quest. Guck mal eben. Nämlich, oh, sind da Arabels Eltern? Wir haben Arabels Eltern gefunden, doch sie sind tot. Wir sollten ihr im Lager die traurige Nachricht überbringen. Haben wir die denn das jetzt gefunden? Das war ja in dem, ja, das war doch vorhin in den Dings gewesen. Da, wo diese verrückten Krankenschwestern waren. Ajo, okay, mhm. Wir haben die Türme des Mondaufgangs erreicht. Begonnen hat. Wenn wir den Ursprung macht hinter Parasiten finden, müssen wir uns bis nach Catherick's Storm durchkämpfen. Okay. Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Nee. Aber wenn wir die Brücke nehmen, würden wir halt zentral da reingehen. Und hier gehen wir jetzt ein bisschen. Würde aber gehen. Wollen wir da rüber springen dann? Oder? Ja. Oh. Naja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht.